Mit dem Anet A8 befindet sich seit neuestem ein zweiter 3D-Drucker in meinem Besitz. Zur Verfügung gestellt wurde mir auch dieses Gerät von dem Online-Händler Gearbest. Diesen zweiten Druckertest werde ich nutzen, um ein wenig intensiver auf die erste Inbetriebnahme und den Einfluss der Druckparameter einzugehen. Die Mechanik des Druckers unterscheidet sich nur in Details von dem Drongsi P802. Das Druckvolumen ist mit 22×22×24 cm identisch, ebenso wie die maximale Drucktemperatur von bis zu 250 Grad und beide können Dateien direkt von SD-Karte drucken. Auch der Anet A8 wird als Bausatz geliefert und die Bauteile des Rahmens sind aus 7mm starken Acrylplatten geschnitten. Als Werkzeuge werden ein Seitenschneider, ein Schraubenschlüssel, 4 Sechskantschlüssel und 2 Schraubendreher mitgeliefert, mehr wird zum Bau des Druckers nicht benötigt. Die Dokumentation befindet sich auf der MicroSD-Karte, die in einem USB-Lesegerät steckt. Der nur in Englisch verfügbare Text ist stellenweise etwas holprig, an der Bebilderung gibt's jedoch nichts auszusetzen. Der Zusammenbau aller Teile sollte somit keine unüberwindbaren Schwierigkeiten mit sich bringen. Wer sich davor fürchtet, falsch zusammengeschraubte Baugruppen wieder zu demontieren, um Fehler auszubügeln, wird wohl kaum zu einem Bausatzdrucker greifen. Die Führungsstangen der X-Achse sollten auf der rechten Seite nur leicht klemmend durchpassen, hier musste ich mit einer Rundfeile etwas nacharbeiten. Nach dem Zusammenbau der Mechanik geht es an die Verkabelung des Druckers, wofür kein Lötkolben benötigt wird. Die Isolierung des Netzteiles ist auch bei diesem Modell mangelhaft. Zwei der beiliegenden Kabelbinder sorgen für eine improvisierte Zugentlastung des Netzkabels. Im Gegensatz zu dem P802 kommt das Netzteil des A8 ohne lärmenden Lüfter daher, nachteilig ist das gelochte Gehäuse, womit die Isolierung nicht besser wird. Die Schraubklemmen auf der Hauptplatine waren in meinem Fall bombenfest angezogen. Die Schrauben sollten daher vor dem Einbau gelockert werden, wobei die Klemmen mit einer Zange zu halten sind, um ein Abreißen der Lötverbindungen zu verhindern. Die Polung an den Klemmen der Eingangsspannung ist unbedingt zu beachten, die rote Leitung führt zu Plus des Netzteiles, schwarz ist mit Minus verbunden. Die Steckverbinder sind verpolungssicher, womit die Verkabelung relativ zügig vonstatten geht. Der Kabelsalat wird mit Spiralschlauch, Kabelbindern und Kabelschellen aufgeräumt. Auf dem beheizbaren Druckbett befinden sich drei Streifen Klebeband, die für eine gute Haftung des Filaments beim Druckvorgang sorgen. Besser ist es gleich eine oder mehrere durchgehende Klebefolien mitzubestellen. Nach dem Zusammenbau müssen alle Achsen per Hand von Anschlag zu Anschlag bewegt werden. Das Klicken der Endschalter muss dabei deutlich zu hören sein. Beim Bewegen auch darauf achten, dass die Leitungen nirgendwo schleifen. Ich habe bei diesem Test festgestellt, dass die Y-Achse auf der Unterseite ein kleines Problem aufweist. Die Befestigung des Zahnriemens ist nicht auf der Höhe der Zahnscheibe des Antriebsmotors. Gleiches gilt für die Umlenkrolle am anderen Ende. Daher habe ich den Unterbau des Druckbettes abgeändert. Die H-förmige Platte habe ich um 180 Grad gedreht eingebaut, womit die Befestigung des Zahnriemens etwa 6mm tiefer liegt. Der Riemen verläuft jetzt deutlich paralleler zur Bewegungsrichtung. Beim manuellen Bewegen der Z-Achse ist darauf zu achten, dass der Endschalter auslöst, bevor die Spitze des Extruders auf dem Druckbett aufsetzt. Ist das nicht der Fall, so muss die Höhe des Schalters entsprechend justiert werden, sodass eine Lücke von 3–5mm verbleibt. Aufgestellt werden muss der Drucker auf einer ebenen Fläche, ich verwende eine 60×60cm Bodenfliese.
Steht der Drucker auf dieser ebenen Fläche nicht überall auf, so müssen die Muttern der Gewindestangen gelockert und der Rahmen neu ausgerichtet werden. Da der Drucker über keinen Netzschalter verfügt, sollte dieser über eine schaltbare Steckdosenleiste angeschlossen werden, um das Gerät im Notfall schnell ausschalten zu können. Beginnt nach dem Einschalten das Display zu leuchten und steigt nirgends blauer Rauch auf, so ist eine weitere Hürde im Aufbau erfolgreich übersprungen. Als erster Test können die Motoren über die 5 Tasten am Display angesteuert werden. Drehen sich beide Motoren der Z-Achse in der gleichen Richtung und dreht sich der Motor der Y-Achse, sowie der Motor der X-Achse, so sind diese korrekt verkabelt. Der nächste Test betrifft die korrekte Funktion der Endschalter für die X-Achse die Y-Achse und die Z-Achse. Stoppt eine der Achsen nicht, sobald der Schalter auslöst, so muss die Verkabelung des entsprechenden Schalters inspiziert werden. Die Lötverbindungen unter den Schrumpfschläuchen sind unter Umständen gebrochen. Oder der Stecker nicht richtig drinnen bzw. steckt in der falschen Buchse. Sind die Motoren stromlos, so können die beiden Spindeln der Z-Achse unabhängig voneinander gedreht werden, wodurch sich die Mechanik sichtbar verzieht. Die X-Achse muss daher durch Drehen der Motoren der Z-Achse so justiert werden, dass sich beide Enden auf gleicher Höhe befinden. Wie schon im Video zum P802 gezeigt, muss auch hier das Druckbett parallel zur X- und Y-Bewegungsrichtung des Extruders justiert werden, indem zunächst die Z-Achse zum Endschalter gefahren und die Motoren anschließend stromlos gemacht werden. Der Druckkopf wird per Hand in eine Ecke des Druckbetts gefahren und die Höhe der Metallplatte durch Drehen der Schrauben so justiert, dass eine Lücke von etwa 2 bis 3 mm verbleibt. Dieser Vorgang wird an allen 4 Ecken wiederholt. In einem zweiten Durchgang wird die Höhe auf nur noch 1 mm verringert und im letzten Durchgang fungiert ein Blatt Papier als Messvorrichtung. Das Druckbett wird verstellt, bis das Papier nur leicht klemmend hindurchgezogen werden kann. Auch dieser Vorgang wird an allen 4 Eckpunkten wiederholt. Ist das Druckbett nach mehreren Durchgängen perfekt justiert, werden die Flügelmuttern wieder leicht angezogen, um die 4 Schrauben zu sichern. Als nächstes wird der Drucker vorgeheizt. Da ich beabsichtige, PLA zu verwenden, beträgt die Zieltemperatur des Extruders 190 Grad Celsius. Die X-Achse wird per Hand ganz nach links geschoben und die Motoren der Z-Achse werden über das Bildschirmmenü etwas nach oben gefahren, damit diese nicht stromlos sind und sich somit nicht drehen, wenn am Extruder hantiert wird. Ist die vorgegebene Extrudertemperatur erreicht, so kann der Drucker mit Filament gefüttert werden. Dazu muss der Hebel am Extruder heruntergedrückt und das Filament von oben eingeführt werden. Das Filament dabei so weit einführen, bis am Extruder ein deutlich sichtbarer Strang ohne Luftblasen austritt. Damit ist der Drucker bereit für den ersten Auftrag. Solltet ihr noch keinerlei Erfahrung in Sachen 3D-Druck besitzen, ist dringend zu empfehlen, für den Erstdruck eine Datei auf der mitgelieferten SD-Karte zu verwenden. Nach dem Einführen der SD-Karte
muss diese über das Druckermenü zunächst eingehängt werden. Vor dem Entfernen der Speicherkarte muss diese über den Menüpunkt Unmount Card unbedingt immer ausgehängt werden, da ansonsten die Daten auf der Karte zerstört werden können. Zum Drucken einer Datei also wieder einhängen und die entsprechende Datei auswählen. Der Drucker beginnt mit seiner Arbeit, sobald Extruder und Druckbett die vorgegebene Temperatur erreicht haben. Üblicherweise wird zuerst ein Strangfilament rund um den Druckbereich aufgetragen. Dadurch ist zu sehen, ob der geplante Auftrag korrekt auf dem Druckbett platziert ist. Außerdem werden eventuell in dem Extruder vorhandene Luftblasen beseitigt und es ist zu sehen, ob das Druckbett nicht völlig dejustiert ist. Die erste Lage wird üblicherweise mit einer höheren Temperatur für gute Haftung und mit einer größeren Schichtstärke gedruckt, um Unebenheiten auf der Oberfläche des Druckbetts auszugleichen. Lage um Lage wird das Objekt gedruckt. Sämtliche Parameter wie Extrudertemperatur, Druckgeschwindigkeit, Schichtstärke oder Lüftergeschwindigkeit sind in der Datei auf der SD-Karte gespeichert. Das verwendete Dateiformat ist G-Code. Als Anfänger sollte man unbedingt über die SD-Karte drucken, da eine Verbindung des Druckers über die USB-Schnittstelle Probleme verursachen kann. Fehlerfreie Software existiert nicht und die Fehlerquellen gilt es klein zu halten. Über die PC-Schnittstelle kann die Programmierung des Druckers mit einem falschen Mausklick ruiniert und das Gerät somit außer Funktion gesetzt werden. Also das USB-Kabel auf jeden Fall in der Schublade lassen. Nach etwas über einer Stunde und 4 Metern Filament ist das Werkstück fertig gedruckt und kann nach dem Abkühlen entnommen werden. Das Ergebnis ist nicht perfekt, das Schriftzeichen ist an den Rändern unsauber gedruckt. Das chinesische Zeichen steht für Oberster Befehlshaber und um zum obersten Befehlshaber über euren 3D-Drucker aufzusteigen, müsst ihr lernen, welche Parameter zu setzen sind, um gute Ergebnisse zu erhalten. Figuren oder Schriftzeichen zu drucken ist nicht mein Ding, daher ist mein nächstes Objekt von höherem Nutzwert. Es handelt sich um zwei Glieder einer Schleppkette zur Kabelführung. Beim Drucken fällt auf, dass der Druckkopf viele Plastikfäden zwischen den Bauteilen spinnt, die so nicht beabsichtigt sind. Die Fäden sind recht massiv und es bedarf eines scharfen Messers und einer Feile, um die Überstände zu entfernen. Die Bauteile lassen sich nicht wie gewünscht zusammenstecken, es muss ein größerer Toleranzwert verwendet werden. Ferner zeigt sich ein Denkfehler in meinem Design. Die Gelenke passen nicht zusammen. Also zurück ans digitale Reißbrett und erneut drucken. Durch geeignete Wahl der Druckparameter kann das Entstehen der Fäden vermindert werden, es ist meist mehr als ein Druck notwendig, um einen 3D-Drucker zu justieren. Nach einigen Anläufen klappt der Druck schon wesentlich besser. Die zuvor beobachteten Fäden sind deutlich weniger geworden und fallen nur sehr dünn aus. Diese entstehen vor allem, wenn die Drucktemperatur zu hoch gewählt wird und damit sind wir bei einem Problem, das auftritt, wenn ein und dieselbe Datei auf verschiedenen Druckern erstellt wird. Der Mikrocontroller, der den Drucker ansteuert, rechnet mit dem Messwert, der über einen Thermistor, also einen temperaturabhängigen Widerstand, ermittelt wird. Alle Bauteile werden mit einer gewissen Toleranz gefertigt, wobei eine Abweichung von 1% bei elektronischen Bauteilen schon als sehr gut anzusehen ist, 3% Abweichung sind nicht unüblich. Mit 1% Toleranz erhalten wir bei einer Drucktemperatur von 200 Grad eine Abweichung von plus minus 2 Grad Celsius, also zwischen zwei unterschiedlichen Druckern mit unter 4 Grad im ungünstigsten Fall. 3% Toleranz beim Messfühler und die Abweichung kann bis zu 12 Grad betragen.
Die Temperatur ist nicht der einzige Parameter, der spezifisch für den jeweiligen Drucker ist und über mehrere Versuche ermittelt werden muss. Mehr dazu gibt's in weiteren Videos und auf meiner Projektseite. Apropos Temperatur. Auf der Hauptplatine wird keiner der Treiber-ICs wärmer als 41 Grad und die Leistungstransistoren von Druckbett und Extruder bleiben sogar unter 35 Grad. Wärmstes Bauteil ist der Mikrocontroller mit 42 Grad. Die Schrittmotoren erwärmen sich mit bis zu 35 Grad nicht nennenswert. 3D-Druck ist Prototyping und dabei ist Erfolg nicht beim ersten Versuch garantiert. Geht man systematisch vor, wird das Ergebnis mit jeder Abwandlung in Design- oder Druckparameter besser. Werden die Glieder der Kette zur Kabelführung einzeln gedruckt, so können die Druckparameter nach jedem Vorgang angepasst werden, bis schließlich das Optimum erreicht ist, selbst weniger perfekte Teile lassen sich dennoch verwenden. Die Bauteile wurden als mathematische Modelle mittels OpenSCAD erstellt, womit das Seitenverhältnis oder die Gesamtgröße durch Ändern weniger Zahlwerte schnell variiert werden kann. Welcher Drucker ist nun besser, der Drongsi P802 oder der Anet A8? Schwer zu sagen, solange ich mich nicht deutlich intensiver mit beiden Maschinen beschäftigt habe, denn gigantische Unterschiede gibt's nicht. Beide Drucker befinden sich am untersten Ende der Preisskala, womit Abstriche in der Fertigungsqualität, der Druckgeschwindigkeit und der Stabilität der Mechanik hingenommen werden müssen. Wird mit dem nötigen Sachverstand an den Druckern gearbeitet, so sind die Ergebnisse gleichauf. Mit beiden Geräten können brauchbare Bauteile erstellt werden und darauf kommt's schließlich an. Hohe Perfektion ist in diesem Preissegment nicht drinnen, aber einen funktionierenden 3D-Drucker zu besitzen, eröffnet jedem Konstrukteur völlig neue Möglichkeiten der Gestaltung. Sind die Filamentfäden beseitigt, lassen sich die Teile der Kette zusammenstecken und sind um die Drehachse ausreichend leichtgängig. Die Schleppkette ist aus Gliedern beider Drucker erstellt worden und funktioniert einwandfrei. Auf meinen Seiten gibt's Fotos der gedruckten Beispiele, mit denen ihr einen Eindruck davon bekommen könnt, was in dieser Preisklasse an Druckqualität zu erwarten ist. Mit derart preiswerten Druckermodellen aus dem Einstiegssegment kann und muss man experimentieren, um zu lernen, wie Filamentdruck funktioniert, ohne dabei teure Komponenten zu zerstören. Welche Unterschiede bei meinen Experimenten zutage treten, werde ich auf meinen Seiten berichten. Im Augenblick bleibt für mich nur zu bemerken, dass der Hauptunterschied zwischen beiden Geräten darin besteht, dass der Anet A8 in Blau drucken kann. In diesem Sinne, danke fürs Angucken und bis bald!